Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz aus einem extrem freudigen Anlass. Ein Anlass, der uns Gelegenheit gegeben hat, uns jetzt eine ganze Woche auf den heutigen Tag vorzubereiten. Vergangene Woche hat Professor Peter Scholze in Rio de Janeiro die Fields-Medaille erhalten. Wie er mir gerade noch mal bestätigt hat, ist es da 10 Grad kälter als hier. Und heute ist ja sogar angekündigt der heißeste Tag des Jahres. Ich hoffe, das ist nicht symptomatisch für diese Pressekonferenz, die aber nichtsdestotrotz eine große Ausnahme in der Art und Weise darstellt, wie die Universität Bonn mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Das ist einfach dem großen Medieninteresse geschuldet. Und deswegen freue ich mich, dass Sie alle hier sind. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass Sie alle hier auf dem Podium sind und den vielen Fragen, die auf Sie warten, auch Antworten entgegenstellen wollen. Ich darf Ihnen also kurz Ihre Gesprächspartner vorstellen. Das sind zunächst mal zu meiner Linken der Rektor und Hausherr der Universität Bonn, Professor Dr. Michael Hoch. Und das ist natürlich unser Preisträger, Professor Peter Scholze. Für die Fachgruppe Mathematik ist Ihr Vorsitzender gekommen. Er ist gleichzeitig auch der Vertreter des Hausdorff Centers for Mathematics, des Exzellenzclusters für Mathematik der Universität Bonn, Professor Martin Rumpf. Und schließlich haben wir hier am Tisch zu Gast Professor Peter Teichner. Er ist geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Mathematik hier in Bonn, das sich erst vor kurzem über einen wichtigen Neuzugang in seinen Reihen freuen durfte. Professor Scholze ist nämlich Direktor dort beim Max-Planck-Institut geworden. Ihnen allen herzlich willkommen. Danke für Ihr Erscheinen. Bevor wir jetzt loslegen, haben die Kollegen von Uni Bonn TV noch eine kleine Überraschung für uns vorbereitet. Wir hatten die Gelegenheit, einen Videojournalisten von Uni Bonn TV mit nach Rio zu schicken. Und der hat uns einen Film mitgebracht. Und diesen Film, den würden wir jetzt gerne sehen. Okay, thank you. So, as the title of my talk, I chose period maps and periodic geometry. So, ich möchte Sie auch von meiner Warte aus als Rektor der Universität Bonn begrüßen. Ich komme gerade aus Rio zurück. Wir waren nämlich gemeinsam dort. Das waren sehr, sehr interessante, spannende und auch emotionale Tage für mich und meine Frau. Wir sind beide dorthin gefahren zur Preisverleihung. Peter Scholze, ein Ausnahmetalent in der Mathematik. Ich hatte das ja auch schon öfter gesagt, einer der herausragendsten Wissenschaftler seiner Generation in diesem Gebiet. Seit 80 Jahren der zweite Deutsche, der diese höchste Auszeichnung, diese höchste internationale Auszeichnung bekommen hat, die Fields-Medaille. Gerd Faltings, der andere Kollege, der auch hier ist, am Max-Planck-Institut für Mathematik, und jetzt Peter Scholze. Das ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Bonner Mathematik. Sie wissen, und ich muss das an dem Punkt sagen, weil ich sehr stolz darauf bin, dass die Mathematik
eine ganz lange und herausragende Tradition hatte an dieser Universität. Ganz viele Gelehrte, Plücker, Klein, Lipschitz, aber auch Hirzebruch im letzten Jahrhundert, der eben auch Gründer des Max-Planck-Instituts für Mathematik war, hier aus der Universität heraus. Die haben die Mathematik sehr geprägt. Hausdorff will ich vielleicht auch noch erwähnen. Und natürlich jetzt auch Peter Scholze. Die Universität hat sich in der Vergangenheit sehr, seit Generationen, für die Förderung der Mathematik eingesetzt. Viele Strukturen, viele Professuren sind neu gegründet worden. Und was natürlich auch sehr wichtig war, war die Gründung des Hausdorff-Centers für Mathematik 2006, also dieses Exzellenzclusters, was dann, denke ich mal, auch die Mathematik in Bonn noch mal sehr stark expandiert hat, mit den tollen Nachwuchsprogrammen wirklich international noch mal sehr auf die Bühne gebracht hat. Das heißt, wir sind sehr stolz insgesamt. Ich möchte an diesem Punkt vielleicht ganz explizit auch dem Professor Michael Rappoport danken, der heute nicht hier ist. Ich glaube, er ist noch in Rio. Er ist der akademische Lehrer von Peter Scholze und er war die Person, die ihn letztlich über die letzten Jahre begleitet hat. Peter Scholze kam ja dann nach dem Abitur aus Berlin hierher nach Bonn, hat hier Mathematik studiert und es war so, und eben auch promoviert. Es war so, dass Michael Rappoport letztlich auch wesentlichen Anteil hatte, aus meiner Sicht als Rektor, diese Talente mit zu fördern. Und da sind wir ihm sehr dankbar. Sie sehen, ich bin sehr stolz. Ich bin auch, kann natürlich nachher auch noch mal Fragen beantworten und möchte vielleicht jetzt das Wort an den Preisträger übergeben. Peter Scholze. Ja, Herr Scholze. Das waren sicherlich ein paar Tage, die auch für Sie völlig außergewöhnlich waren. Mit welchen Eindrücken sind Sie zurück aus Rio? Es war sehr schön. Ja. Ich war jetzt tatsächlich 2 Wochen in Rio. Davor war schon eine andere Konferenz, und wo ich so ein bisschen die Stadt genießen konnte, ein bisschen Tourismus auch dann ein paar Tage machen konnte, war ein paar Tage Pause zwischendurch. Insofern kann ich auch erstmal die Stadt genießen, und dann ging es ja halt ja zur Preisverleihung. Und ja, es ist eine unglaubliche Ehre und Freude und eine ganz tolle Anerkennung meiner Arbeit und aber auch irgendwie halt der ganzen Strukturen, die dahinter stehen, der ganzen Förderung und so weiter. Und ich bin sehr, sehr glücklich. Was für Eindrücke sind Ihnen so hängen geblieben in Rio? Viel freudige Sachen. Eine Sache, die dann halt auch sehr prominent war, ist, dass ich dann irgendwie halt mein Gesicht anscheinend sehr geläufig war den meisten Teilnehmern der Konferenz, und dass ich dann mich kaum frei über das Gelände bewegen konnte, weil die ganze Zeit jemand ein Foto wollte. Das wollte nicht anders. Ich hoffe, das legt sich langsam wieder. aber es ist natürlich auch toll, dass es vielleicht auch für die junge Generation inspirierend ist, dass sie sehen, dass man das halt so weit schaffen kann. Ja, ich meine, das ist sicherlich etwas, was Sie vorgemacht haben, wie es gehen kann, aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr besondere Karriere, die Sie in den 30 Jahren, die Sie jetzt hier auf dem Erdball wandern, hingelegt haben. Wie geht es denn jetzt für Sie weiter? Jetzt ist ja erstmal... Jetzt will ich erstmal bald ein bisschen Urlaub machen und dann... Dann will ich eigentlich zurück an die Forschung gehen. Ja. Ja, aber bevor wir an die Forschung gehen, wollen wir gleich dann doch ein paar Fragen zulassen. Und ich habe eben nicht eingangs erwähnt, deswegen möchte ich das gerne nachholen, Ihnen den Stefan Hartmann vorzustellen. Stefan, zeig dich mal. Stefan Hartmann ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Hausdorff-Centers und er hat dankenswerterweise die Aufgabe übernommen, die Einzelgespräche gleich zu koordinieren. Also wenn Sie noch nicht mit ihm gesprochen haben, da ist er. Wenden Sie sich an ihn. Hier vorne liegt nicht nur eine Teilnehmerliste, in die ich Sie alle bitte, sich einzutragen, sondern es liegt auch ein Überblick da, welche Gesprächspartner hier vorne sitzen, dass Sie also hinterher die Namen alle korrekt haben und so, oder einfach nur den Zettel mitnehmen. Und wir haben auch noch mal die Pressemitteilung der Universität von letzter Woche mit Detailinformationen zur Fields-Medaille und zu den Zusammenhängen hier vorne für Sie vorbereitet. Jetzt würde ich aber gerne dem Professor Rumpf das Wort geben, um aus Sicht der Bonner Mathematik eine Einschätzung zu bekommen. Was bedeutet denn
dieser Preis für die Mathematik hier in Bonn. Dann fange ich mit dem Glückwunsch erstmal an. Herzlichen Glückwunsch, lieber Peter, dass auch ich dir jetzt im Namen all deiner Bonner Kollegen zu diesem tollen Preis gratulieren kann. Wir haben Mitte im Laufe gerade des letzten halben Jahres wirklich gefiebert, ob das, was alle schon als Realität prognostizierten, auch wirklich dann Realität wurde. Und jetzt freuen wir uns riesig mit dir über diesen hochverdienten und fantastischen Preis. Diese Freude ist vor allen Dingen auch damit verknüpft, dass wir dir danken. Denn deine Tür ist immer offen für deine Kollegen zur Zusammenarbeit, zum Rat und zur Gewinnung von Einschätzungen. Der Tag der Verleihung der Fields-Medaille war auch für ein großer Tag für uns, die Bonner Mathematik, und vor allen Dingen auch für das Hausdorff-Zentrum für Mathematik an unserer Universität. Wie Herr Hoch schon sagte, das Hausdorff-Zentrum ist ja bereits 2006 als eines der ersten Exzellenzcluster und bisher auch das einzige in Mathematik etabliert worden. Und eine der Hauptaufgaben des Hausdorff-Zentrums ist, herausragende Köpfe auf allen Karrierestufen wirklich zu befördern. Mit maßgeschneiderten Rekrutierungskonzepten, mit langfristigen thematischen Forschungsprogrammen, mit einem internationalen Flair auf den Fluren dieses Gebäudes, was wirklich kooperatives Arbeiten befördert. Ich glaube, ohne dieses Exzellenzcluster wäre es uns wahrscheinlich schon sehr schwer gefallen, dich als Student nach Bonn zu bewegen. Wir waren sehr froh, dass dann nach der Promotion wir dir direkt einen der herausgehobenen Hausdorff-Chairs, einen Lehrstuhl hier des Hausdorff-Zentrums anbieten konnten und dich so an Bonn binden konnten. Viele Mathematikerinnen und Mathematiker sind seitdem hier in Bonn aufgelaufen, um mit dir zu arbeiten, mit dir zu diskutieren, was für das Hausdorff-Zentrum einfach ein ideales, idealtypisches Feld ist, halt solche Arbeit zu befördern und kooperatives Arbeiten zu unterstützen. Im engen Zusammenspiel mit der Universität gelang es uns dann glücklicherweise, dich auch mehrfach davon abzuhalten, Bonn zu verlassen. Und dir wirklich hier gute Arbeitsbedingungen, hoffe ich, zu ermöglichen. Auch in der aktuellen Exzellenzstrategie sind wir mit dem Hausdorff-Zentrum wieder unterwegs im Wettbewerb um ein Cluster. Was uns dabei im Kern wirklich bewegt, ist die Vision, dass es uns nur so gelingt, wirklich international herausragende Forscher in Deutschland zu halten oder nach Deutschland zu gewinnen. Da bist du einfach ein ideales Beispiel für. Und nur so können wir dann auch den Vergleich mit internationalen führenden Plätzen nicht scheuen. An dieser Stelle auch großen Dank für das Antragsteam, das Mitwirken in diesem Antragsteam und die viele Arbeit damit. Lieber Peter, wir freuen uns von ganzem Herzen, dich hier als Kollegin in Bonn zu haben. Wir freuen uns mit dir über diese Fields-Medaille und wir hoffen, dass du noch sehr lange, möglichst für immer in Bonn ideale Arbeitsbedingungen vorfinden wirst. Ja, vielen Dank, Professor Rumpf. Professor Teichner, die Max-Planck-Gesellschaft ist ja durchaus erfolgsgewohnt. Der bis vor einer Woche noch einzige deutsche Fields-Medaillenträger arbeitet bei Ihnen im Max-Planck-Institut. Jetzt kommt ein zweiter dazu und auch der ist wieder Direktor am Max-Planck-Institut hier in Bonn. Das ist sicherlich eine ganz komfortable Situation für Sie. Ja, also ich kann mich nur anschließen an die Glückwünsche und an die Hoffnung, dass er uns erhalten bleibt. Ich wollte vielleicht ganz kurz, Sie wissen ja vielleicht alle, wie eine Uni funktioniert, aber vielleicht ist nicht ganz klar, was man eigentlich an so einem Max-Planck-Institut macht und warum der Peter ein ganz besonderer Glücksfall für unser Institut ist. Also was wir machen in der Innenstadt in Bonn, direkt am Münsterplatz, wir bringen aus der ganzen Welt ungefähr 100 Mathematiker zusammen an einen Ort. Wir stellen uns das wie so ein Schmelztiegel der Mathematik vor und wir haben alles bereit, damit diese Leute, die Besten der Welt hoffentlich, kommunizieren können, zusammen reden können. Also Mathematik ist eine ganz soziale Wissenschaft. Wir reden ganz viel zusammen, auch wenn wir nicht immer mit normalen Menschen kommunizieren können über unsere Tätigkeit. Aber wir reden ganz viel zusammen und das Max-Planck-Institut ist der Ort, wo die Forschung dann wirklich passiert, einfach weil man Zeit hat, unbegrenzt nachdenken zu können. Und die Rolle der Direktoren, insbesondere von Peter in der Zukunft, ist eben, Leute anzuziehen, dass die nicht nach Princeton gehen, sondern zu uns nach Bonn kommen. Und es gibt ganz viele junge arithmetische Geometer. Ich war bei so einem Workshop, den der Peter gemacht hat in Berkeley. Da war der Raum voll mit 300 jungen Leuten, die alle total begeistert waren, was der Peter erzählt hat und das alle unbedingt lernen wollten. Und ja, diese Leute wollen wir nach Bonn holen und die werden dann
die Sachen, die der Peter sich überlegt haben, weiter fortführen. Und die werden dann den Peter als klasse Typ kennenlernen und dann immer wieder zu uns zurückkehren. Also wir freuen uns sehr. Vielen Dank, Herr Teichner. Ja, damit sind wir mit den Statements schon durch und würden Ihnen jetzt gerne Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen. Schau mal in die Runde. Da ist auch gleich die erste, Herr Kern. Also von mir ehrlich. Ich habe ja mich auch ein bisschen eingelesen, versucht, das zu verstehen, was Sie gemacht haben. Mhm. Ich habe das für Otto-Normalverbraucher eigentlich fast. Also es geht eigentlich gar nicht und ich war jetzt nicht der Schlechteste. Also ich habe immer eine 3 in der Schule, in der Mathe. Und ja, meine Frage ist so ein bisschen, wie ist das so, also so mit Freunden oder wenn Sie sich mit ihr unterhalten, Sie haben ja wahrscheinlich jetzt auch nicht nur Mathe-Freunde, denke ich mal, so in der Freizeit, wie läuft das ab? Redet man dann nur in der, über Mathe oder gibt es da auch andere Themen oder wie ist das? Es gibt auch andere Themen, ja. nichts Besonderes, ja. Also jetzt war gerade Fußball-Weltmeisterschaft, da kann man sich sicher drüber unterhalten. Also, ja. Ich habe sogar mal gelesen, dass Sie in einer Band gespielt haben. Ich habe früher mal Musik gemacht, ja. Ich habe mal Bassgitarre gespielt. Das ist leider irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, aber ja. Und war das Talent dann vergleichbar mit dem in Mathe oder Was? Nee, das war wirklich völlig laienhaft. Also. aber hat Spaß gemacht, ein bisschen Krach zu machen. Ja. Gibt es eine Chance, dass der Bass nochmal aus dem Koffer rauskommt? Ich glaube, es würde mir immer noch Spaß machen, aber irgendwie habe ich nicht so die Zeit gefunden. Ja. Muss vielleicht mit dem Rektor zusammen gemacht werden. Oder auch E-Bass, da müssen wir mal zusammen okay. Überlegen, was wir machen können. Machen wir ein Exzellenzfeld. Weitere Fragen? Ja. Ja, wenn Sie mal zurückdenken in Ihre Schulzeit, ich denke, es wird da irgendwann Momente gegeben haben, wo Sie gemerkt haben, Mathematik ist genau mein Ding. Können Sie sich noch erinnern? Also so die ersten Momente oder so die ersten Ergebnisse, die Sie festgestellt haben, ich möchte genau das machen, was Sie sehen. Ja, ich kann sagen, ich war im Matheunterricht immer gut und hatte vielleicht auch ein bisschen Spaß im Matheunterricht. Ein Moment war vielleicht, als ich ging ja auf diese spezielle Schule in Berlin, Heinrich-Herzog-Schule, die so ein mathematisch-naturwissenschaftliches Profil hat. Und dort muss man irgendwie in der 7. Klasse bei der Mathematik-Olympiade teilnehmen. Und da war ich dann zu meinem eigenen Erstaunen recht erfolgreich und hatte auch die Berliner Runde dann gewonnen, was für mich völlig unfassbar war. Und dann der Moment, wo ich vielleicht wirklich festgestellt habe, dass ich Mathematik als Beruf gerne machen würde, ist, als ich halt festgestellt habe, dass sozusagen sowas wie Mathematiker, die sich wirklich mit Mathematik als Beruf beschäftigen, dass es das überhaupt gibt halt als an der Universität. Und dass es da unglaublich faszinierende Dinge gibt. Also ich hatte damals irgendwann so ungefähr mit 16 Jahren halt festgestellt, dass Fermats letzter Satz bewiesen wurde. Diese berühmte Aussage, die schon irgendwie fast 400 Jahre zurückgeht und die lange unbewiesen war. Und das ist eine ganz elementare Aussage über die ganzen Zahlen, aber der Beweis hat dann ganz, ganz tiefliegende Konzepte der Mathematik benutzt. Elliptische Kurven, Modelformen und Zusammenhänge dazwischen. Und da habe ich mich versucht, ein bisschen einzulesen, habe zwar kein Wort verstanden, aber es war unglaublich faszinierend. Und wenn Sie jetzt aus Ihrem Freundeskreis jemanden ohne einen mathematischen Hintergrund erklären würden, was fasziniert Sie besonders an dem, was Sie da tun? Ja, dass man halt diese, das ist eigentlich um diese ganz einfachen Fragestellungen, die wirklich über die ganzen Zahlen gehen, dass man die beantworten will, aber dass man dazu diese ganz tiefliegenden Sachen verstehen muss, die Verbindung zu ganz anderen Gebieten der Mathematik, dass da die Analysis reinkommt, die Topologie, die Geometrie. Und das ist irgendwie unglaublich faszinierend. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen, habe versucht, das, was Sie machen, zu verstehen in der Mathematik. Wenn es gescheitert, wenn Sie es in 12 oder 13 erklären müssten, was Sie machen, also woran Sie forschen, wie würden Sie Ihnen das erklären? Ich weiß es nicht. Ist das möglich, das zu vereinfachen?
Das, woran ich wirklich forsche, ist, glaube ich, sehr schwer zu verknappen. Und ich habe ja teilweise schon Probleme, das meinen Mathematikerkollegen wirklich nahezubringen. Insofern, ja. Ich habe gerade gesehen, Herr Teichner hat so wissend genickt. Können Sie das bestätigen? Also der Peter denkt über Geometrie nach. Also wir sind es ja gewohnt, den dreidimensionalen Raum uns vorzustellen oder vielleicht noch die Zeit dazu, die Raumzeit. Das nennen wir kontinuierliches Universum. Aber der Peter, der denkt an die p-adischen Zahlen und die sind sozusagen ein ganz anderer Raum und man muss sich jahrelang dran gewöhnen, um mit denen umzugehen. Und er hat zu mir gesagt, naja, du brauchst nur ein paar Jahre, wenn du da wirklich einsteigen willst. Das ist eine ganz andere Welt. Das ist ein ganz anderes Zahlensystem, aufbauend natürlich auf den ganzen Zahlen. Und der Peter hat da ganz neue Methoden entwickelt, um diese Räume zu verstehen. Ja, Michael, das ist meine Stellungsfrage. Wie ist es denn so vom Arbeitsumfeld her? Was ist für Sie relevant, wie so ein Arbeitsumfeld aussehen muss? Sie hatten ja gerade den Fußball angesprochen. Da würden jetzt die Kopfclubs anklopfen und sozusagen um einen Transfer buhlen. Gibt es da bestimmte Orte, Universitäten, die Sie reizen würden? Und was ist es, was ausmacht? Nee, ich bin eigentlich wirklich sehr glücklich in Bonn. Das liegt einerseits daran, dass ich mich irgendwie in gewisser Weise kulturell in Deutschland verankert fühle und insofern mich die Top-Universitäten in den USA zum Beispiel gar nicht so sehr reizen. Was das Arbeitsumfeld angeht, ja, eigentlich brauche ich als Mathematiker gar nicht viel. Ja. Ich brauche ja keine großen Gerätschaften, um irgendwelche Experimente durchzuführen. Ich brauche eigentlich ja Stift und Papier und vielleicht einen Computer, aber nicht, um da irgendwas zu rechnen, sondern nur als Tippgerät im Wesentlichen. Und gut, wichtig ist natürlich, dass ich gute Kollegen habe, dass ich Postdocs, Doktoranden einstellen kann und dass da die Mittel da sind, die ordentlich zu fördern. Also wichtig ist, dass irgendwie ein vibrierendes mathematisches Umfeld da ist. Und das ist hier auch in Bonn wirklich gegeben. Und ja. Ja, das ist doch Müsse von Phoenix. Genau dieses mathematische Umfeld, das finde ich interessant, weil von diesen 5 Direktoren des Max-Planck-Instituts sind es ja 2, die schon viel zum Teil bekommen haben. Also das spricht ja dafür, dass Sie jetzt bei einem Ausnahmetalent hier in Bonn jemand sind in einem Umfeld, das auch schon mal in so ähnlicher Weise erfolgreich war. Ja. Was macht denn das aus, dass Bonn so eine Art von Bedeutung hat, auch als einziges deutsches Excellence-Cluster? Ich glaube, das ist einfach historisch so gewachsen. Also ich glaube, ganz entscheidenden Einfluss darauf hatte Friedrich Hürzebruch, der irgendwann in den 60er Jahren halt auch einen sehr jungen schon große Ergebnisse erzielt hat und dann hier auch, glaube ich, mit 28 Jahren oder sowas an die Uni Bonn berufen wurde und dann sich irgendwie entschlossen hat, dass sie hier in Bonn ähnliche Strukturen aufbauen will, wie er sie damals als Student in Princeton gesehen hat und dann jahrelang dafür geworben hat, dass es zum Beispiel so ein Max-Planck-Institut hier in Bonn für Mathematik gibt, was er an diesem Institute for Advanced Study in Princeton orientieren wollte. Und er hat hier ganz viele Strukturen in Bonn aufgebaut, glaube ich, und so ist das irgendwie historisch gewachsen. Ne? Aber was ist das Besondere, wenn man das jetzt nicht kennt, an diesem Max-Planck-Institut? Natürlich, das hört sich schön an, es kommen viele Leute zusammen, aber es reicht ja sicherlich nicht, ein paar Räume bereitzustellen und ein paar Blocks und ein paar Fleisch. Das muss natürlich irgendwie sozusagen, die Direktoren müssen Weltklasse haben, um da die richtigen Leute anzuziehen. Und was machen die dann mit den richtigen Leuten? Sie unterhalten sich mit denen. Wir bringen die richtigen Leute zusammen, das ist unsere Aufgabe. Wir gucken, dass ja, das passt, das was irgendwie die Chemie zwischen den Wissenschaftlern ist, unglaublich wichtig. Und dafür sind wir zuständig. Ich denke, dass es ein Gesamtbild ist. Ich glaube, da kann Herr Hoch auch noch was zu sagen, weil verschiedene Einrichtungen hier ineinander greifen und diese besondere Umgebung, diese besondere Atmosphäre schaffen. Da ist das Max-Planck-Institut als ein Player, da ist das Hausdorff-Center mit dem Hausdorff-Research-Institut, da ist die Universität, ja, und die alle ziehen halt so viele Leute an, dass die gemeinsam eben ja, so eine befruchtende Atmosphäre schaffen können. Herr Hoch.
Das ist ja kein Zufall. Ja, ich hatte ja erwähnt, dass die Bonner Mathematik eine ganz lange Tradition hat und wir als Universität Bonn diese Tradition auch befördert haben, indem wir eben versucht haben, auch mit Hilfe des Hausdorff-Zentrums die Mathematik wirklich zu einem großen Schwerpunktbereich auszubauen. So haben wir, glaube ich, momentan, aber da kann der Herr Rumpf vielleicht noch was dazu sagen, über 40 Professoren in der Mathematik. Das heißt, wir haben dort natürlich etablierte Professuren, aber eben auch sehr viele Nachwuchsprofessuren, die wir im Kontext des Hausdorff-Zentrums an internationale junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben. Das heißt, da ist wirklich eine sehr dichte kritische Masse entstanden. Und die Interaktion mit dem Max-Planck-Institut für Mathematik war schon immer, auch aus diesen historischen Gründen, aber ist auch momentan wirklich hervorragend. Wir arbeiten zusammen auf allen Ebenen, auch in der Rekrutierung von internationalen Wissenschaftlerinnen. Das heißt, wir agieren hier als Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das auch ein besonderes Glück ist, was wir hier vor Ort haben, dass die Universität und das Max-Planck-Institut für Mathematik so gut zusammenarbeiten. Das heißt, es ist schon eine richtig tolle Symbiose. Natürlich, alle Kolleginnen und Kollegen haben ihre Schwerpunkte, so auch die Mathematiker im Max-Planck-Institut für Mathematik, so auch unsere Kolleginnen und Kollegen. Aber man agiert eben als Team und nur so sind auch die Erfolge zu erklären, die wir in der Vergangenheit hatten, in der Exzellenzinitiative mit dem Hausdorff-Center, mit der Etablierung des Hausdorff-Centers und eben auch unsere Bemühungen in der jetzigen Runde der Exzellenzstrategie, die wir eben auch gemeinsam versuchen voranzutreiben. Das heißt, ich finde das wirklich optimal. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt. Was brauchen die Professoren? Was möchten die haben? Also wenn wir uns jetzt als Universitätsleitung unterhalten, kommen immer zwei Aspekte oder vielleicht drei, aber zwei, vielleicht ganz wichtige. Das eine ist Zeit. Das heißt, wirklich Zeit zu haben, auch wissenschaftlich zu arbeiten und Lehre zu machen mit einer kleinen Gruppe von Studierenden, die man eben halt auch besonders fördern kann. Ich habe vorher den Kollegen Professor Rappoport erwähnt. Das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie wichtig das ist, dann auch individuell auf die einzelnen Talente einzugehen und sie zu fördern. Und das versuchen wir eben systematisch hier auch im Hausdorff-Zentrum zu machen oder in der Bonner Mathematik. Das heißt, Talentförderung und Zeit dafür zu haben. Ja, das ist ein Aspekt. Der andere ist, wirklich gute Mathematiker für die Arbeitsgruppen zu haben. Also aus aller Welt zu rekrutieren, aus dem internationalen Raum wirklich erkennbar zu sein. Das ist nicht trivial. Das heißt also, die besten Mathematiker weltweit, die müssen wissen, welche Möglichkeiten es hier in Bonn gibt. Und ich denke, wir haben da einen ganz wichtigen Schritt gemacht in den letzten Jahren. Und dieser Meilenstein der Fields-Medaille für Peter Scholze ist natürlich auch nochmal ganz wichtig, um eben auch in der vordersten Liga mitzuspielen und eben die Interaktion, die Kooperation hier vor Ort zwischen Max-Planck-Institut und Universität, die hatte ich erwähnt. Das heißt, wirklich die Größen, die besten Talente zu uns zu ziehen, das ist ganz wichtig. Also gute Nachwuchskräfte und eben das Thema Zeit, also das sind ganz wichtige Aspekte. Und vielleicht der letzte Punkt ist auch schon erwähnt worden, dieses Umfeld. Also andere Mathematiker, Kolleginnen und Kollegen zu haben, mit denen man sich unterhalten kann. Also mit denen man in die Mensa gehen kann, mit denen man mal so ein kleines Gespräch führen kann, was einen dann selber plötzlich wieder eine Idee bringt, mit der man gar nicht gerechnet hat. Also das heißt, dieses Umfeld zu generieren. Und für uns als Universität, und ich denke, das ist eben auch für Max Planck wichtig, ist es wichtig, dass wir dieses Umfeld generiert haben und dieser Preis hilft uns, das weiter zu entwickeln. Und da freuen wir uns auch für die kommenden Generationen natürlich sehr drüber. Ja, der Kern und dann. Ja. Okay. Sie meinten gerade, Sie würden auch lieber in Deutschland bleiben, weil Sie auch kulturell verortet sind. Und vielleicht nochmal auch auf Bonn bezogen. Sie waren ja auch lange Student hier und haben quasi so ein bisschen Ihre Wurzeln geschlagen. Was bedeutet das auch für Sie, diese Stadt? Also jetzt nicht nur das Umfeld dieser mathematischen Entwicklung, sondern vielleicht auch einfach so ein bisschen, ne, so von vielleicht privaten her. Was bedeutet das für Sie hier? Ja, ich fühle mich einfach sehr wohl. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Vielleicht nochmal nachgefragt, wo sehen Sie sich denn so international? Princeton fiel ja gerade als konkurrierende Universität, also wo spielen Sie denn mit auf der internationalen Bühne?
Sie sind da ganz vorne oder wo vor Ort? Also, wo sind Sie genau jetzt? Ja, der Punkt ist auch der, ich denke, da müsste man vielleicht jemand aus Princeton fragen, also jemand anders fragen. Ich kann sagen, dass wir versuchen eben, auch wirklich versuchen, auch mit im Alltag mit diesen Maßnahmen, die ich beschrieben habe, also attraktiv zu sein für die besten Mathematikerinnen und Mathematiker weltweit. Und wenn Sie zum Beispiel anschauen, wie viele Preise unsere Kolleginnen und Kollegen in diesem Fachgebiet bekommen haben, Leibniz-Preise, das Stichwort ist noch nicht gefallen, also Herr Scholze war ja der jüngste Leibniz-Preisträger, war auch der jüngste Professor, W3-Professor in Deutschland mit 24, aber es gibt eben auch ganz viele andere Leibniz-Preisträger hier in der Bonner Mathematik, und das heißt, wir haben doch eine sehr hohe Dichte an ganz herausragenden Persönlichkeiten hier. Das heißt, aber unser Ziel muss es immer sein, dass wir wirklich zu den Besten gehören wollen. Und das heißt, das ist eher der Weg ist das Ziel hier. Aber ich glaube, wir sind schon konkurrenzfähig. Ja. Aber kann es so sein, wir scheuen nicht den Vergleich. Ja. Und vielleicht darf ich ergänzend zu den Worten von Herrn Hoch noch sagen, dass die Universität ja gerade auch so einen Paradigmenwechsel vollzieht. Also wenn Professuren frei werden, geht es nicht immer um das Füllen von Feldern, sondern es geht wirklich um Köpfe, um ganz tolle Forscherinnen und Forscher zu gewinnen für die Universität Bonn, unabhängig davon, welches konkrete Gebiet sie vertreten. Und der Hoch hat schon in der Zeit, bevor er Rektor war, das bei uns sehr tatkräftig mit unterstützt, nämlich als fachfremdes Mitglied in der Berufungskommission für die Hausdorff-Chairs. Und da hat die Mathematik sicherlich auch so ein Rollenmodell für die Universität gespielt und was die Universität jetzt wirklich als große Leitlinie versteht. Schau mal, Junge, es gibt. Darf ich noch? Also, wenn ich zu viele Fragen stelle, dann ist das so gut. Vielleicht nochmal. Also was Sie da machen, ist ja schon was sehr, sehr Besonderes, wo auch viele Kollegen wahrscheinlich gar nicht mehr richtig folgen können. Und was ich mich frage, ist so ein bisschen, also wenn ich jetzt in meinem Bereich arbeite beruflich, dann gibt es auch Grenzen, wo ich einfach sage, da kann ich nicht mehr weiter oder da muss ich mich quälen, um das zu verstehen oder irgendwas. Und ist das in Ihrem Bereich auch so? Müssen Sie manchmal sich auch einfach quälen oder einfach irgendwas kämpfen? Natürlich. Oder fällt Ihnen das einfach nur? Natürlich, die ganze Zeit. Natürlich, die ganze Zeit. Also, es ist jetzt nicht alles total leicht. Nee. Es wird nicht einfacher, man wird nur besser. Nee. Ich meine, die Mathematik ist schwierig, ja? Und ich meine, da muss man sich auch mal durch so ein 1000-seitiges Buch kämpfen. Es dauert dann und es ist schwierig. Eine der Charaktereigenschaften, die Mathematiker haben muss, ist Hartnäckigkeit. Man muss wirklich dranbleiben an dem Problem. Das schafft man nicht in der Woche. Man arbeitet jahrelang an einem Problem, denkt, man hat den Beweis, und einen Monat später fällt fest, dass da an einer Stelle doch noch ein Fehler drin ist. Und dann kann man was sagen. Ja. Wie sieht das dann aus, wenn Sie kämpfen, wenn das frustrierend ist, ist das dann als eine Beweislichkeit oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, die meiste Zeit versteht man einfach nichts. Ja. Man will irgendwie. Ja, ich weiß nicht, man will irgendwas. Also, ich hatte jetzt teilweise für das, was ich machen will, brauchte ich irgendwelche Theorien, die ich noch nicht gekannt hatte, die musste ich erstmal lernen, und man kämpft sich dann mit der Literatur rum und man versteht es einfach nicht. Ja. Und man versucht halt mit Leuten zu reden, die haben das, und die erklären einem dann langsam, wie das alles funktionieren soll, und dann langsam kommt man irgendwie vorwärts. Eine zweite Frage, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, selbst vielleicht beim Leibniz-Preis auch schon so ein bisschen erlebt, jetzt wo die Fields-Medaille, was weltweit ein Thema war, wie groß ist das, was da auf Sie eingeprasselt ist, an nicht mal Mehlnot, sondern Glückwünschen, Fragen, wie war das für Sie? Nicht ganz so schlimm wie erwartet. Stefan Hartmann hat jetzt zum Glück die Medienanfragen sehr gut übernommen und hatte da war mir tatkräftig bei der Seite gestanden. Das war natürlich habe sehr viele Glückwunsch-E-Mails bekommen und natürlich auch, man freut sich natürlich da immer auch. Und ja.
viele Hände geschüttelt, wie sonst nur die Queen. Gut, ich schaue noch mal in die Runde. Hier gibt es noch mal eine Frage, Herr Kerr und Herr Kollegen. Jetzt machen Sie ja im Prinzip Grundlagenforschung. Ich glaube, das ist ja die richtige Beschreibung. Ja. Ja. Und wenn man jetzt Grundlagen forscht, ist man ja quasi Entdecker. Sie versuchen Dinge zu entdecken, Rätsel, ungelöste Probleme, Vermutungen, die man in der Mathematik aufgestellt hat. Das ist ja eine sehr faszinierende Aufgabe. Fragen Sie sich manchmal auch, ob das, was Sie erforschen, irgendwann mal auf irgendeine Weise dazu beitragen kann, dass Dinge, die außerhalb der Mathematik existieren, vorangebracht werden? Oder ist das für Sie, das muss ja nicht bei der Grundlagenforschung ein Thema sein? Das ist für mich keine besonders prominente Frage. Nee. Ja, mir geht es rein um die Grundlagenforschung. Und, Gut, das ist etwas, ich sag mal so, ich habe einen dreijährigen Sohn. Ja. Und ich würde jetzt gerne auch mal sagen, okay, ich war jetzt bei einem der wahrscheinlich genialsten Mathematiker, der zurzeit unter uns wandelt. Und wenn ich sage, okay, in was für ein Umfeld muss man auch schon bereits dreijährig oder was kann ich tun? Oder? Ich würde das jetzt nicht dahin kommen, aber ich sag mal, vielleicht mal andersweise. Also woran liegt es? So, auch schon, ich weiß es nicht, was meine ich? Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich eine sehr normale Kindheit hatte. Ich bin ganz normal, also ich habe zum Beispiel keine Klassen übersprungen. Ich bin in Berlin 6 Jahre zur Grundschule gegangen und hatte da vielleicht auch eine nicht so gute Mathelehrerin. Und, waren Sie der Mathelehrerin damals schon voraus? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich haben mich meine Eltern schon ein bisschen gefördert. Ich meine, meine Eltern sind beides Naturwissenschaftler. Aber also meine, gerade so in meiner jungen Kindheit bin ich, glaube ich, völlig normal aufgewachsen. Ja. Ich bin gerade von der Seite angestupst worden, Thema Grundlagenforschung. Da kann der Rektor natürlich auch noch was zu sagen. Vielleicht zu diesen beiden Themen Kreativität vielleicht nochmal. Also der sagen wir, der Ratschlag vielleicht von meiner Seite an Ihren Sohn oder an Sie wäre eben Kreativität zu fördern. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und später vielleicht wird sich das automatisch ergeben, dass Ihr Sohn dann auch eine Liebe zu einem bestimmten Feld entwickelt. Also die, wenn Sie schaffen, diesen Funken oder jemanden zu haben, der einen Funken überspringen lässt, der Motivation und gleichzeitig eben die Kreativität gefördert haben, ich denke, dann können viele Menschen was sehr, sehr Gutes im Leben auch hervorbringen. Und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, fleißige Arbeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber das Schöne ist eben die Kreativität, das Ideen bekommen, das Verknüpfen und eine neue Ideen, eine neue Welt zu entdecken damit. Gell? Und das ist auch das, was in anderen Gebieten passiert. Also ob das jetzt in der Biologie, Physik oder eben auch in der Mathematik ist, das ist immer, dass man letztlich auf Grundlagen, die man hat, dass man tatsächlich den Schritt macht ins Neue, ins Unbekannte, in dieses Entdeckertum, dieses Gefühl des Entdeckens, was damit verknüpft ist. Also Dinge zusammenzuführen in ein neues Gedankengebäude, ja, für die, was Grundlage dann ist für die weiteren Überlegungen, Experimente oder eben theoretischen Überlegungen, das ist, glaube ich, da ganz wichtig bei der Sache. Vielleicht zur Grundlagenforschung noch, wir wissen ja, und da gibt es viele Beispiele dafür, dass es manchmal von einer Entdeckung, die aus der Grundlagenwissenschaft kommt, dann viele Jahre dauern kann, bis es eine Anwendung gibt. Also Penicillin zum Beispiel ist so ein Fall. Über 10 Jahre hat es gedauert, bis nach der Entdeckung tatsächlich auch Medikamente entwickelt worden sind. Und so gibt es ganz viele Beispiele. Das heißt, die Grundlage für die wirklich herausragenden Entdeckungen ist eigentlich die Grundlagenforschung. Und erst später zeitlich versetzt ist es meistens so, dass man daraus dann Anwendungen auch generieren kann. Deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich jetzt, dass wir, dass dort eben nicht nur, also jetzt bei den Forschungen, die Peter Scholze jetzt macht, dass nicht nur im kleinen Kreis bleibt, sondern dass daraus wirklich auch was sehr Interessantes in der Zukunft werden kann. Bitte schön. Ja, Katrin Scherm von der Zeitschrift Forschung und Lehre, vielleicht auch noch einmal zur Grundlagenforschung. Sie haben ja mehrmals auch betont, es geht Ihnen eben nicht um die Anwendung der Forschung, sondern um die Forschung an sich.
merken Sie denn auch schon im Bereich der Mathematik so einen Trend in Richtung, dass eben die Nachfrage kommt, dieses anzuwenden, oder sehen Sie sich da noch recht frei? Ich sehe mich da recht frei. Ich weiß jetzt nicht, für Trends bin ich vielleicht noch zu jung, um das gut zu beurteilen. Aber ich bin eigentlich recht froh, dass ich hier auch im Umfeld bin, wo reine Grundlagenforschung auch wirklich als solche anerkannt wird und halt auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir den Fachgruppenvorsitzenden hier, also auf dem Podium, ja, der kann da was zu sagen. Wir als von der Mathematik wollen uns auf keinen Fall treiben lassen von solchen Trends. Es gibt oft Anwendungen, die wirklich spannend sind, die auch neue Grundlagen befördern und deren Erforschung befördern. Es ist aber ganz wichtig, Mathematik in ihrer gesamten Breite auch sich frei entwickeln zu lassen. Und da ist Herr Scholze natürlich genau auf der Seite des wirklich theoretischen Fundaments, was für sich allein abgenommen komplett faszinierend ist und auch keine Anwendung bedarf. Also das ist eine sehr persönliche Sache mit diesen Anwendungen. Also vielleicht als Beispiel Mike Friedman, der 86 die Fields-Medaille bekommen hat, auch für was ganz Abstraktes, vierdimensionale Mannigfaltigkeiten. Der hat sich dann ein paar Jahre später angefangen zu interessieren für den Quantentheorie erstmal, aber dann später für den Quantencomputer. Und der wendet jetzt die Sachen, die er sich damals absolut abstrakt überlegt hatte, an, um für Microsoft den Quantencomputer zu bauen. Also die sind jetzt, das nennt sich die topologische Quantenfeldtheorie. Und das wird jetzt in bestimmt 10 Laboren in den USA erforscht. Also es geht um die Hardware der neuen Computer der Zukunft, die dann noch viel schneller sind als die jetzigen Computer. Und das war einfach, weil er gesagt hat, okay, ich will jetzt mal nochmal was anderes machen. Und die Freiheit haben wir, und das ist dann eine persönliche Entscheidung, die jeder treffen kann. Anderes Beispiel, jetzt mal nicht aus der Mathematik, wäre die Entdeckung des Lotus-Effekts. Hier die Nussallee runter, hat Professor Bartlott das vor gut 20 Jahren gefunden, aber nicht, weil er gesucht hat nach einer Möglichkeit, dass die Hausfassaden länger schön bleiben oder dass man Badehosen macht, die nicht nass werden, oder Krawatten, auf denen keine Flecke mehr erscheinen, sondern der war auf der Suche nach einer neuen Systematik von Pflanzen und hat sich einfach mal unter dem Elektronenmikroskop deren Oberflächen angeschaut. Und da fiel halt bei der Lotuspflanze auf, dass die eine ganz besondere Oberfläche hat, die diese Eigenschaften, die längst bekannt waren, erzeugt. Und dann hatte er aber auch die Idee, vielleicht könnte man das ja mal nachbauen. Und das war dann der Beginn der Forschung hier in Bonn zum Lotus-Effekt. Vielleicht noch eine andere Frage in Richtung wissenschaftlicher Nachwuchs. Es gibt ja viele, sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter. Sie haben von außen betrachtet jetzt wirklich sehr, sehr früh. Für Sie natürlich nicht nur die Spitze Ihrer Karriere, aber so von, wenn man jetzt mal auf Titel und Entwicklung einer Karriere guckt. Gibt es etwas, was Sie so Nachwuchswissenschaftler noch mit auf den Weg geben können? Was hat Ihnen geholfen? Worauf würden Sie als junger Wissenschaftler achten, um in der Wissenschaft voranzukommen? Ja, eine Sache, die mir sicherlich sehr geholfen hat, ist halt mein akademischer Lehrer Michael Rappoport, der mich wirklich sehr unterstützt hat. Rein wissenschaftlich bin ich ich habe immer wirklich über die Sachen nachgedacht, die mich selbst brennend interessiert haben und wo ich selbst völlig dahinter stand, dass ich das verstehen will. Und was teilweise, ja, und ja, ich weiß nicht, ob ich besonders tolle Tipps habe. Aber Sie würden empfehlen, das eigene Ding zu machen, das, was man wirklich interessant findet, zu verfolgen. Ja. Ich schaue noch mal in die Runde. Wenn jetzt keine akuten Fragen mehr sind, dann doch, Entschuldigung. Ich würde einmal gerne in Ihre Schulzeit zurückgehen, Herr Professor Scholze. Wie ist das für Lehrer, in Ihrem Fall Mathematik, die relativ schnell merken, ups, das ist einer, der hat weitaus mehr Ahnung als ich. Ich erinnere eine Szene, dass ich auch einen Klassenkameraden hatte, Physik-Crack, heute Physikprofessor, der saß, ich habe sowas Ähnliches über Sie gelesen, irgendwie abgelenkt, machte was ganz anderes, wurde darauf angesprochen, was machen wir hier gerade, kommen Sie doch mal nach vorne, entwickeln Sie diese Formel weiter. Der saß da und sagte, nee, kann ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht.
ja, Sie haben da schon vorne in der zweiten Zeile einen Fehler gemacht. Dieser analytische Blick, dieser rote Kopf der Lehrerin, die dann hektisch in ihrem Handbuch blätterte und zugeben musste, ja, Sie haben recht. Haben Sie ähnliche Szenen auch erlebt? Was raten Sie Lehrern, Lehrerinnen, mit solchen Ausnahmetalenten umzugehen? Was macht man in einem solchen Fall? Was haben Ihre Lehrer gemacht? Und haben Sie noch Kontakt? Okay, das waren jetzt einige Fragen. Also erstmal muss ich sagen, dass ich war in dieser speziellen mathematischen und wissenschaftlichen Schule und da waren einerseits die Lehrer wirklich gut und hatten eigentlich auch eine gute Souveränität einfach. Also dass vielleicht zu solchen Szenen gar nicht so häufig gekommen ist. Was waren diese Fragen? Was? Haben Sie noch Kontakt? Achso, genau, Kontakt, genau. Ja, nee, ich habe tatsächlich zu meiner alten Schule auch noch Kontakt, hatte da vor einem Jahr auch nochmal einen Vortrag gehalten für Schüler. Und zu den Lehrern habe ich, zu einigen Lehrern habe ich immer noch einen guten freundschaftlichen Kontakt und in meinem Fall war es dann so, dass die mich dann irgendwann noch vom Matheunterricht freigestellt hatten, dass ich zur Uni gehen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt in jedem Fall war. Ja, die Heinrich-Hertz-Schule, so heißt sie, glaube ich, in Berlin, ist wirklich eine ganz herausragende Schule. Der Professor Altmann, der, glaube ich, in Berlin auch den Professor Scholze damals, als er noch Schüler war, dann beraten hat, der ist Schüler dieser Schule. Und auch der Michael Rappoport, also sein akademischer Lehrer, ist auch Schüler dieser Schule. Und das, von daher denke ich, dass die wirklich da ganz herausragend sind. Und ich glaube, Peter Scholze hat das ja auch in verschiedenen Interviews nochmal dargelegt, was für eine fantastische Umgebung das damals war. Ja. Es gibt inzwischen, ich bin erstaunt, auf wie viele Leute ich auch jetzt beim Internationalen Kongress wieder getroffen bin, die von dieser Schule kommen. Ja. Wir haben da eine ganze Reihe von Mathematikern ausgebildet. Die Möglichkeit, an der Universität schon als Schüler Vorlesungen zu hören, Seminare zu besuchen, gibt es ja auch hier in Bonn. Wir haben das Programm Fördern, Fordern, Forschen. Und ich glaube, auch gerade in der Mathematik gibt es eine ganze Reihe von Schülern, die dieses Angebot wahrnehmen. Weiß ich, ob schon mal welche bei Ihnen in der Vorlesung waren? Nee, ich glaube nicht. Das ist für die Grundvorlesung dann nicht. Genau. Ja. Okay. So. Nee. Moment, ich gucke mal gerade. Gibt es noch weitere Fragen, die wir jetzt noch abarbeiten sollten? Wenn das nicht der Fall ist, dann, Herr Kern, haben Sie die letzte Frage. Danach, ich sage gleich, wie es weitergeht, danach sind Sie alle herzlich eingeladen nach nebenan zu einem kleinen Empfang, ein wenig Erfrischung, denn es ist ja doch ein bisschen warm geworden. Und wie gesagt, dann wird Herr Hartmann koordinieren, dass alle Kolleginnen und Kollegen, die noch Einzelinterviews machen wollen, da auch eine Möglichkeit bekommen. Also, Herr Kern, die berühmte letzte Frage. Ja, kurz und knapp, wie wirkt eigentlich der ganze Medienrummel auf Sie? ja. Welcher Medienrummel? ich weiß nicht. Ich freue mich ja über das Interesse, was da auch der Mathematik jetzt entgegengebracht wird und hoffe, dass es vielleicht auch junge Leute inspiriert, dass es halt tatsächlich Mathematikforschung gibt und dass es was ganz Faszinierendes sein kann. Ich bin froh, wenn ich diese Message vielleicht irgendwie rüberbringen kann. Persönlich brauche ich ihn nicht unbedingt, den Medienrummel. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Herr Scholze.